Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22. So, jetzt schauen wir mal schnell, wo wir hier das Zeug verkaufen können. Shop de Jardin des Fermiers. Das auch, okay. Erdbeeren. Bäckerei steigt gerade. Okay, das heißt, wir fahren. Nein, wir mit Shop fahren, dann tun wir es oben auch gerade verkaufen. Okay. Also, wir fahren jetzt erstmal ganz gemütlich in die Bäckerei und geben da unsere Erdbeeren ab. Ja, aber wenn jetzt der Preis steigt, das ist mir gerade egal. Die werden jetzt verkauft, ob sie wollen oder nicht. Das ist jetzt aber doof gelaufen, ne? Na klasse, jetzt müssen wir erst mal gucken, dass wir das Ding wieder aufgestellt bekommen. Ach, warte mal. Jetzt sind wir hier mit Warnblinker. Es muss ja einen Sinn haben, dass wir jetzt hier zweimal Traktor mit Frontlader haben. Halt. Frontlader liegt ja oder die. Na, okay, weiter zurück können wir nicht mehr. Wir könnten schon, aber dann würden wir wahrscheinlich anschlagen. Das möchte ich nicht. Keine Rülps, aber den Warnblinker. Problem behoben. So, das Problem wurde behoben. So. Ja, haben wir eigentlich noch Glück, dass hier kein Auto kommt. So, okay.
Also merke, nicht zu schnell in die Kurven fahren. Könnte Aua geben. Also 4.500 Liter Erdbeeren, 2.000 Liter Tomaten und 800 Liter Salat. Und es wird schon noch einiges an Euros geben. 10.000 schätze ich jetzt mal. Ich schätze es mal, 10.000 Euro wird das sein. Ich habe übrigens die Gewächshäuser auf direkt verkaufen gestellt. Weil das kostet schon Zeit. Noch falsch gefahren. Mal gucken, dass wir hier sauber reinkommen. Hallo? Finde ich jetzt nicht cool. Jetzt ehrlich gesagt gar nicht cool. Ich werf dich halt runter, es ist mir scheißegal. Zwei Paletten, nein, kann man nicht. Ja, okay, dann ist es mir jetzt egal. Ja, flieg halt hinten runter. Hast du recht, hast du recht. Da kann man in der Bäckerei nur eine Anzahl X verkaufen. Doof, wenn man nur eine Anzahl X verkaufen könnte. Na, das sieht jetzt aus, wie wir das geladen haben. Junge, Junge, Junge. Shop de Givré müssen wir jetzt dann gleich rechts. Dass wir da jetzt alles verkaufen können. Dass wir jetzt hier alles verkaufen können und dann haben wir das von der Backe. Da
Dann wird es für einen kleinen Obolus selber verkauft. Dann können wir auch diesen Ballenanhänger wieder verkaufen, den Krüger. Und dann wieder kaufen, wenn wir ihn wieder brauchen. Anderen Sammelwagen kaufen, wenn wir ihn brauchen. Haben wir eine Gerätschaft weniger am Hof, wo uns Platz wegnimmt. Da war ja hier der Verkaufstrigger, genau. Gucken, dass wir da wunderschön drauf fahren. Waren doch nur 7000. Gut, weil wir halt jetzt auch die weil wir jetzt auch die Erdbeeren hier oben verkauft haben. Um die Hälfte. Können wir runterfahren am Händler vorbei und ihm den Anhänger wieder vorbeibringen, den Kröger. Und sagen, danke fürs Angebot, aber den brauchen wir nicht mehr. Ja. Es hat schon, also mich hat es schon ordentlich Zeit gekostet, diese Paletten immer auf diesen Anhänger zu laden. Und da nehme ich wirklich den Obolus da in Kauf, dass es dann direkt verkauft wird und ich diese Fahrerei nicht mehr habe und alles. Kommt man in die Gewächshäuser zum Beispiel auch keine Paletten mehr. Ja, und so weiter und so fort, ne? Wer will bitte schön auf diesem Parkplatz parken? Gut, für eine Mission haben wir diesen Anhänger auch gut gebrauchen können. Ja. Drin. Müsste es 97, 897 nahe sein. Ah, 898. Die 2 Euro, wo wir es dadurch nochmal gewonnen haben. Wahnsinn. Wahnsinn, sage ich euch, Wahnsinn. Jetzt auch knapp 19.000 nochmal im Fahrzeug. Machen wir mal die Rundumleuchten hier ab. Den Träger auf den Hof und stellen ihn schön hin. Upsala. Das ist so aussieht, als würde hier die Garage sein. Besser wie nix.
stellen wir den noch schön daneben. Und dann ist der Hof auch wieder aufgeräumt. Wenn jetzt halt die Rundumleuchten beim Fendt nicht wären, dann könnte man meinen, der passt gerade so rein. Ah gut, meine Freunde, das wäre es gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.